Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema behandeln, das durchaus für uns von sehr großer Bedeutung und Relevanz ist. Es handelt sich um eine Stelle im Alten Testament, die aber, wie ich Ihnen zeigen werde, für uns heute Bedeutung hat. Und zwar möchte ich mit Ihnen heute eine Stelle im zweiten Buch Mose lesen, angefangen im Kapitel 31, angefangen mit Vers 12. Es handelt sich um einen Bund, der damals zwischen Israel und Gott unter Moses geschlossen wurde. Ein ganz interessanter Bund, von dem vielleicht viele von Ihnen noch gar nichts gehört haben. Ich beginne also nun aus der Lutherbibel zu lesen, 2. Mose 31, angefangen mit Vers 12. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit tut am Sabbat, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Nun mögen vielleicht einige sagen, ja, aber das ist ein alter Vertrag, ein alter Bund, ein altes Abkommen zwischen Gott und Israel. Das hat für heute doch gar keine Relevanz. Nun, ich werde Ihnen heute zeigen, dass dies sehr wohl von grundlegender und wichtiger Bedeutung für uns alle ist. Zunächst einmal lesen wir hier, dass Gott einen ewigen Bund geschlossen hat, damals zwischen ihm und Israel. Ein Bund ist ein Vertrag, ein Abkommen, das sich auf mehr als 2 Parteien bezieht. Wir sehen auch, dass die Grundlage dieses Bundes, dieses Vertrages, die Sabbateinhaltung war. Der Sabbat ist natürlich die Zeitspanne, wie wir sie heute betrachten würden, von Freitagabend bis Samstagabend. Denn nach dem hebräischen Kalender beginnen und enden die Tage ja mit Sonnenuntergang. Mit anderen Worten, der Sabbat wäre der heutige Samstag, der aber bereits schon Freitagabend beginnt. Wir sehen aber auch, dass dieser Bund, der ja im 2. Buch Mose im 31. Kapitel erwähnt wird, die Sabbateinhaltung zur Grundlage hat. Sie etablierte die Sabbathaltung nicht. Mit anderen Worten, dieser Bund brachte die Sabbateinhaltung nicht in Existenz. Die war bereits vorher als Gebot gegeben worden. Christus sagte später, und wir werden uns diese Stelle im Moment anschauen, dass der Sabbat bereits seit der Erschaffung des Menschen existierte. Auch diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, im 2. Buch Mose, Kapitel 31, sagt ja, dass der Herr in 6 Tagen Himmel und Erde erschaffen hat, aber am 7. Tag, dem Sabbattag, hat er geruht. Und der Grund dafür ist nicht, dass er in irgendeiner Form müde war. Der Grund ist, dass er uns ein Vorbild gab, ein Beispiel, dem wir nachfolgen sollen. Schauen wir uns einmal die Stelle in Markus Kapitel 2 an und hören wir die Worte Jesu Christi, was Jesus Christus über die Einhaltung des Sabbats gesagt hat. Markus, das 2. Kapitel, angefangen in Vers 27. Es heißt, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn, mit anderen Worten Jesus Christus, ein Herr auch über den Sabbat. Haben Sie gehört, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist? Das sagt die Bibel keineswegs. Wenn überhaupt, sagt die Bibel uns hier, dass der Menschensohn, Jesus Christus oder Gott, der Herr des Sabbats ist. Aber schauen Sie auf, was Christus hier uns sagt. Er sagt uns, dass der Sabbat um des Menschen willen gemacht wurde. Nicht für den Juden, nicht allein für den Israeliten, sondern um des Menschen willen. Als damals Gott Adam und Eva erschuf, da gab es ja noch gar keine Juden. Die Juden sind ja die Nachfahren des Judah, der ein Sohn Jakobs war, der dann auch Israel genannt wurde. Und Israel war ein Sohn von Israel und Israel, oder vielmehr Isaak, und Isaak war ein Sohn von Abraham. Und wenn man die
Linie weiter zurückverfolgt, kommt man dann zu Adam und Eva. Und Adam und Eva, als sie erschaffen wurden, am sechsten Tag, hat Gott am siebenten Tag dem Sabbat geruht. Und das heißt dort im ersten Buch Mose, dass er diesen Tag segnete und heiligte. Wir sehen also, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen, nicht für den Juden. Und die Idee, dass der Sabbat eigentlich nur jüdisch sei und nur für den Juden oder den Israeliten von Bedeutung hat, ist nicht aus der Bibel zu entnehmen. Schauen Sie sich auch folgende Stelle mit mir an im Buch Jesaja. Jesaja im 56. Kapitel. Und beachten wir, was genau hier geschrieben steht. Jesaja im 56. Kapitel, angefangen in Vers 2. Es heißt hier, wohl dem Menschen. Es heißt hier nicht wohl dem Juden oder wohl dem Israeliten. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, mit anderen Worten jemand, der vielleicht gar kein Christ ist, der vielleicht gar kein Jude ist, der aus irgendeiner anderen Religion sich Gott zuwenden will. Der Fremde. Was heißt es hier in der Bibel über diesen Fremden? Der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene, der Eunuch, der soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt, und an meinem Bund festhalten, wir haben gerade von dem Sabbatbund gelesen, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der soll nicht vergehen. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, schauen Sie, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Das bezog sich auf die damalige Situation, aber das bezieht sich auch auf die Situation von Jesus Christus, weil er nämlich diese Stelle erwähnt und zitiert und sagt, es soll heißen, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Und es bezieht sich auch, wie wir noch sehen werden, vielleicht nicht in der heutigen Predigt, aber in einer darauffolgenden Predigten, dass auch der Sabbat im Millennium in der Zukunft gehalten werden wird. Mit anderen Worten, es ist dies ein zeitloser, ein ewiger Bund, eine ewige Vorschrift, die für alle Menschen gilt, die sich Gott zuwenden. Nicht nur für den Juden oder den Israeliten. Wir müssen ja auch feststellen, dass als Gott diesen Bund im 2. Buch Mose Kapitel 31 errichtete, die Sabbateinhaltung bereits schon lange vorher befohlen war. Denken Sie zum Beispiel daran, dass Gott ja die 10 Gebote den Israeliten gegeben hatte und das wird bereits im 2. Buch Mose im 20. Kapitel erwähnt. 11 Kapitel vor dem Bundesschluss in Kapitel 31. Und eins der 10 Gebote heißt ja, wie Sie wissen, du sollst den Sabbat heilig halten. Denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde erschaffen, aber den 7. Tag hat er geheiligt. Wir finden sogar, dass Gott die Israeliten aufgefordert hat und ihnen geboten hat, den Sabbat zu halten, noch vor dem Bundesschluss am Sinai im 2. Buch Mose Kapitel 20. Und diese interessante Stelle finden wir im 2. Buch Mose Kapitel 16. Und ich möchte auch diese Stelle mit Ihnen kurz lesen. Wiederum auch hier 4 Kapitel vor dem Bundesschluss am Sinai, aber auch mehrere Wochen vor dem Bundesschluss, finden wir bereits im 2. Buch Mose, Kapitel 16, dass Gott den Israeliten gebot, den Sabbat zu halten. Und wie wir bereits gesehen haben, war das nicht die erste Situation, wo dieses Gebot erbracht worden war, sondern der Sabbat bestand ja bereits seit der Schöpfung des Menschen, wie Jesus Christus dies deutlich gesagt hat. 2. Buch Mose, Kapitel 16, angefangen in Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Das Gesetz war bereits in Kraft. Es wurde zum Zeitpunkt des Bundesschlusses am Sinai nur erneut
dargestellt und den Israeliten wiederholt dann auch schriftlich mitgeteilt. Aber es war bereits in Kraft. Und Gott sagt hier bereits ja schon, ich will es prüfen, ob sie in meinem Gesetz wandeln oder nicht. Und hören Sie, was der Grundbestandteil dieses Gesetzes war im nächsten Vers. Vers 5. Am sechsten Tag aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Und Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, am Abend soll die Ende werden, dass sich euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und dann haben die natürlich gemurrt und die waren unzufrieden. Und es heißt dann in Vers 12, ich habe das Murren der Israeliten gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und dann hat er ihnen auch Wachteln gesandt. Vers 16, das ist es aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten es auch und sammelten einer viel, der andere wenig. Und niemand war also dazu berechtigt, dann etwas übrig zu lassen bis zum Morgen. Vers 22. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll, für einen. Vers 23. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen, also am siebten Tag, ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Mit anderen Worten, sie waren befugt, die ganze Woche hindurch dieses Manna zu sammeln, aber nicht am Sabbat. Sie waren am Sabbat nicht dazu befugt, hinauszugehen und sich Essen zu beschaffen. In der heutigen Vokabulatur würde man sagen, hinauszugehen am Sabbat, um Einkäufe zu tätigen. Das soll alles am vorhergehenden Tag, an dem Freitag, geschehen. Nun, wie man es erwarten konnte, haben die Israeliten natürlich das nicht getan. Einige sind da doch hinaus und haben am Sabbat versucht, dann Manna zu finden, fanden aber keines. Und Gott war sehr erbost darüber und hören Sie sich an, was er in Vers 28 dazu sagte. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Wie lange weigert ihr euch? Was eben auch deutlich macht, dass der Sabbat schon lange in Existenz war und dass sich die Israeliten lange Zeit hindurch geweigert hatten, den Sabbat zu halten. Er fährt fort, seht, Vers 29, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tage, um eben Manna zu suchen. Also ruhte das Volk am siebenten Tage. Wir sehen also ganz eindeutig, dass der Sabbat bereits schon in Kraft war. Der Bundesschluss, der später dann in Kapitel 31 geschlossen wurde, macht dies noch einmal deutlich. Der Sabbat war bereits in Kraft, aber jetzt haben die Israeliten sich erneut in einem unabhängigen Bund gegenüber Gott erklärt, dass sie den Sabbat für alle Zeiten halten wollen. Lesen wir einmal im 2. Mose Kapitel 20, was das zehnte Gebot oder was eines der zehn Gebote uns sagt im Hinblick auf den Sabbat. 2. Mose 20, angefangen in Vers 8. Es heißt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Die zehn Gebote werden universell von allen Christen als bindend angesehen. Aber wieso kommt es dann, dass die meisten Christen, die sich Christen nennen, den Sabbat heute nicht mehr halten? Wie kommt es, dass sie den Sabbat mit der Sonntagheiligung ersetzt haben? Die Bibel, wie wir noch sehen werden, sagt uns nichts über die Heilighaltung des Sonntags. Aber eins der zehn Gebote sagt uns eindeutig, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Vers 9, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Wenn wir uns Gott verschreiben sozusagen, wenn wir uns als Gottes Kinder betrachten wollen, als Christen, als diejenigen, die Christus und Gott dem Vater nachfolgen, dann haben wir eine Verpflichtung hier, den Sabbat zu halten. Denn es heißt ja, der Sabbat ist der Tag des Herrn deines Gottes. Ist er auch der Tag unseres Herrn und unseres Gottes? Oder beten wir einen anderen Gott an, der uns die Sabbatheiligung nicht gebietet? Schauen Sie, hier wird weiter fortgeführt.
Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum, weil er uns ein Vorbild gegeben hat, am Sabbat zu ruhen, darum heißt es, segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Heiligen bedeutet, ihn zu einem besonderen heiligen Zweck aussondern. Wir sind dazu berufen, wir sind dazu aufgefordert, wir haben das Gebot erhalten, den Sabbattag zu heiligen. Aber jetzt hat Gott noch darüber hinaus einen weiteren Bund geschlossen, wie wir gelesen haben, einen Bund mit dem alten Israel, der aber, wie wir gleich sehen werden, auch für uns besondere Bedeutung hat. Weil Gott am Sabbattag ruhte, soll auch der Mensch ruhen. Und wenn der Mensch ruht, dann soll er daran denken, dass Gott alles erschaffen hat und dass er in 6 Tagen die Welt für den Menschen erschuf. Gott tat dies in 6 Tagen, deshalb soll auch der Mensch 6 Tage lang arbeiten. Gott ruhte am 7. Tage, deshalb soll auch der Mensch am 7. Tag ruhen. Denn Gott tat dies zum Vorbild, zu unserem Vorbild, sodass wir ihm nacheifern. Der Bund, der im 2. Buch Mose 31 geschlossen wurde, hat den Sabbat nicht erst in Kraft gesetzt. Er ist vielmehr ein Vertrag zwischen Gott und den Israeliten, der sich auf das bestehende Sabbatgebot stützt. Aber wie wir bereits gezeigt haben, muss man kein Israelit sein, um den Sabbat zu halten, weil der Sabbat ja für den Menschen geschaffen wurde, nicht nur für den Juden, nicht nur für den Israeliten. Aber als Israelit haben wir noch eine zusätzliche Voraussetzung und Ermahnung und ich möchte sagen auch Verpflichtung, den Sabbat zu halten. Und wissen Sie, dass Sie, egal aus welcher Nation Sie kommen, egal zu welchem Volk Sie gehören mögen, ein Israelit sind? Und zwar ein geistlicher Israelit. Schauen wir uns dies einmal an. Im Römerbrief Kapitel 2. Römer Kapitel 2, angefangen in Vers 28. Römer Kapitel 2 und angefangen in Vers 28. Und ich lese Verse 28 und 29. Es heißt hier, denn der ist nicht ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Und das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Sie und ich, meine Damen und Herren, egal aus welcher Nation, aus welchem Volk wir stammen mögen, sind geistliche Israeliten, geistliche Juden. Und als geistliche Juden und geistliche Israeliten sind wir Nachkommen des Bundes, der damals unter Mose zwischen Gott und Israel geschlossen wurde und von daher ebenfalls verpflichtet, diesen Bund zu erfüllen. Schauen Sie sich auch mit mir Galater Kapitel 6 an. Galater Kapitel 6 und Vers 16. Galater Kapitel 6 und Vers 16. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, die also so leben, wie Gott es von uns erwartet, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Sie und ich, meine Damen und Herren, sind als geistliche Israeliten Teil des Israels Gottes. Und von daher natürlich auch verpflichtet, den Vorschriften zu folgen, die Gott Israel gegeben hat, dem Israel Gottes. Schauen wir uns auch Offenbarung Kapitel 3 an. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 9. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 9. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen, der du ein wahrer Jude bist im geistlichen Sinne, zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Auch hier an dieser Stelle wird wiederum gezeigt,
dass man ein geistlicher Jude sein muss, um von Gott anerkannt und akzeptiert zu werden. Die Beschneidung, die eine physische war, ist nicht notwendig, ist nicht in irgendeiner Form Bestandteil des heutigen Gesetzes, aber die geistliche Beschneidung, die am Herzen geschieht, die ist notwendig. Und wir müssen von daher eben halt geistliche Israeliten werden. Und wie ich schon sagte, als geistliche Israeliten sind wir dann auch verpflichtet, den Bund, den Gott mit Israel damals geschlossen hat, den Sabbat zu halten, nach wie vor zu erfüllen. Wir sehen also, dass der Sabbat bereits seit Erschaffung des Menschen existierte und dass er für den Menschen geschaffen wurde, nicht nur für den Juden, nicht nur für den Israeliten. Nun, Theologen haben dies durch die Jahrhunderte hinweg verstanden und gelehrt. Was ich Ihnen heute sage, ist nichts Neues, das ist nicht etwas, was auf einmal irgendwie jetzt erklärt wird und was nie vorher verstanden worden ist. Und ich möchte Ihnen ein paar Auszüge einmal jetzt vorlesen, zum Beispiel von dem Theologen Hospinian, der im Jahre 1592 Folgendes gesagt hat. Die Einhaltung des Sabbats ist Teil des moralischen Gesetzes. Er ist seit Erschaffung der Welt heilig gehalten worden. Stockholm führte in seinen Schriften aus dem Jahre 1863 Folgendes aus. Die Heilighaltung des Sabbats hat ihre Grundlage und ihren Ursprung in einem Gesetz, das Gott selbst bei der Schöpfung für die ganze Welt erlassen hat und das von daher für alle Menschen zu allen Zeiten gültig ist. Nun frage ich mich, was zum Beispiel Stockholm sagen würde, wenn er heute unser orthodoxes Christentum sieht, wo die meisten den Sabbat abgelehnt haben. Selbst Martin Luther schrieb einmal in einem Kommentar über das erste Buch Mose Folgendes. Gott segnete den Sabbat und heiligte ihn für sich selbst. Gott wollte, dass sein Gebot bezüglich des Sabbats weiter bestehen sollte. Und dann hören wir uns Folgendes an von Novatio, der im Jahre 250 nach Christus Folgendes schrieb. Jene 10 Gebote auf den Steintafeln lehren nichts Neues, sondern erinnern die Israeliten nur daran, was vergessen worden war. Wie ich schon sagte, die 10 Gebote, der Sabbat, war bereits seit der Erschaffung des Menschen in Kraft. Aber Novatio hat das 250 nach Christus ebenfalls erkannt und bestätigt. Wir finden auch, dass das Neue Testament uns lehrt, dass der Sabbat weiterhin von dem Volk Gottes gehalten werden muss. Nun, viele heute sagen, dass das Neue Testament dies keineswegs lehrt und dass Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen und für uns zu erfüllen, sodass wir es nicht mehr zu erfüllen hätten. Überlegen Sie sich einmal, was das bedeuten würde, wenn Christus für uns kam, um das Gesetz für uns zu erfüllen, sodass es kein Gesetz mehr gibt. Dann sind Sie also frei, Ehebruch zu begehen, dann sind Sie frei zu töten, zu stehlen, zu lügen und so weiter und so fort. Glauben Sie wirklich, dass Christus gekommen ist, um dies für uns zu tun? Das ist natürlich Unfug. Christus kam, wie es heißt, um das Gesetz großartig zu machen. Er sagte, ihr seid meine Jünger, wenn ihr das tut, was ich euch befehle. Und es gibt Dutzende, Hunderte von Bibelstellen, die dies belegen. Aber schauen Sie sich nun mit mir einmal bezüglich des Sabbats Hebräer Kapitel 4 an. Hebräer Kapitel 4 und ich lese zunächst einmal nur Vers 9. Da heißt es hier in der Lutherbibel, in der revidierten Lutherbibel, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Hebräer 4 und Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Nun, andere Bibelübersetzungen bringen diese Stelle weitaus exakter, weil sie nämlich das griechische Wort, was hier für Ruhe steht, ganz buchstäblich uns nahe bringen. Denn das griechische Wort heißt Sabbatismos. Sabbatismos, wo das Wort Sabbat natürlich schon bereits mitklingt. Und so wird zum Beispiel Folgendes in anderen Bibelübersetzungen gebracht. Das heißt hier zum Beispiel in einer Stelle, so steht also noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes aus. Andere übersetzen, also bleibt dem Volk Gottes eine Sabbatruhe übrig. Oder, also bleibt für das Volk Gottes die Einhaltung des Sabbats bestehen. Oder, es ist von daher die Pflicht des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Eine wortgetreue Übersetzung aus dem griechischen Urtext ins Deutsche würde folgendermaßen lauten. Deshalb bleibt eine Einhaltung des Sabbats für das Volk
Gottes. Und wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie zu jeder guten griechischen Enzyklopädie und schauen sich andere Übersetzungen an und Sie werden finden und bestätigt finden, dass das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, total richtig ist. Diese Stelle in Hebräer Kapitel 4 und Vers 9 sagt uns eindeutig, dass wenn Sie zu dem Volk Gottes gehören wollen, Sie nach wie vor den Sabbat zu halten haben. Das Wort für Ruhe hier, wie ich sagte, ist Sabbatismus. Und wie gezeigt, vom Wort her bereits, deutet es auf den Sabbat hin. Es ist bemerkenswert, wenn Sie hier das gesamte 4. Kapitel des Hebräerbriefes lesen, dann werden Sie das Wort Ruhe mehrere Male vorfinden. Und in allen anderen Stellen wird ein anderes Wort gebraucht, nämlich das griechische Wort, ich hatte es mir irgendwo hier aufgeschrieben, Katapausis. Katapausis, ein total anderes Wort. Aber hier an dieser Stelle, in Hebräer 4, Vers 9, wird das Wort Sabbatismus gebraucht. Warum? Was will Paulus hier uns mit dieser ganzen Stelle im Hebräerbrief sagen? Welche Parallele will er hier aufzählen? Nun, das griechische Wort Katapausis beschreibt, wie es zum Beispiel der Kommentar von Baxter verdeutlicht, einen Zustand endgültiger Ruhe. Einen Zustand endgültiger Ruhe. Das gesamte Kapitel im Hebräerbrief hier, das 4. Kapitel, bezieht sich auf das Millennium. Es bezieht sich auf einen Zeitpunkt, wenn Christus hier auf Erden für 1000 Jahre lang herrschen wird. Dann wird es vollständige Ruhe geben für alle Menschen. Es wird Frieden sein. Das ist zurzeit noch nicht der Fall. Und um hier eine Parallele aufzuzeigen, macht Paulus deutlich, dass wir bereits jetzt schon in eine geistliche Ruhe eingehen können, indem wir den Sabbat halten, als einen Vorläufer sozusagen für die universelle Ruhe für alle Menschen im Millennium. Diejenigen, die sagen, man brauche heute den Sabbat nicht mehr zu halten oder man könne ihn geistlich in der Weise halten, dass man jeden Tag als Sabbat betrachtet oder einer aus 7 Tagen ist genug, die verkennen, was hier in Vers 10 in Hebräer 4 gesagt wird. Nachdem Paulus gerade geschrieben hatte, es besteht noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes, also das Volk Gottes hat nach wie vor den Sabbat zu halten, fährt er in Vers 10 fort. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Und wie hat Gott von seinen Werken geruht? Indem er den Sabbat heiligte. Und so, wenn wir in die geistliche Ruhe Gottes eingehen wollen, heute bereits schon, müssen wir ebenfalls den Sabbat heiligen, wie Gott es dies bereits getan hat, uns als Vorbild hinterlassend. Man kann also nicht diese Stellen einfach aus der Bibel herausnehmen oder sagen, ja, die meinen das nicht, was hier klar und deutlich geschrieben wird. Paulus bringt 2 Konzepte hier zum Ausdruck. Die zukünftige Ruhe im Millennium wird verglichen mit der wöchentlichen Ruhe am Sabbat für die Christen. Das ist das, was er hier sagen will, und er macht deutlich, dass hier der Sabbat weiterhin zu halten ist. Auch das ist nicht etwas, was für Jahrhunderte hindurch nicht verstanden wurde. Ich möchte Ihnen hier kurz einmal aus dem Kirchenvater oder von dem Kirchenvater Origenes zitieren, der im Jahre 230 nach Christus Folgendes schrieb. Deshalb bleibt es bei dem Sabbatismus. Hebräer 4, Vers 9. Was bedeutet bei der Einhaltung des Sabbats durch das Volk Gottes? Origenes schrieb dies im Jahre 230 nach Christus. Er fährt fort. Man sollte sich am Sabbat von allen weltlichen Arbeiten fernhalten. Wenn du deshalb am Sabbat und von allen weltlichen Aktivitäten Abstand nimmst, wenn du deshalb am Sabbat von allen weltlichen Aktivitäten Abstand nimmst und nichts Weltliches tust, mehr geistlichen Betätigungen widmest, an den heiligen Lesungen und Belehrungen teilnimmst, dann ist dies die Einhaltung des christlichen Sabbats. Und wie gesagt, wenn Sie mir nicht glauben wollen, schauen Sie sich es selbst an. Es ist zitiert aus den Werken des Origenes, 2. Buch, Seite 358. Der Kommentar zur ganzen Bibel von den Autoren Jameson, Fawcett und Brown sagt uns zu Hebräer Kapitel 4 und Vers 9, dieser Vers beschreibt indirekt die noch immer bestehende Verpflichtung zur Heilighaltung des Sabbats. Da der kommende Sabbat des Millenniums nicht bis zur Wiederkehr Christi existieren kann, muss der wöchentliche Sabbat bis dahin weiterhin bestehen. Ich lese das noch einmal vor. Das ist nämlich eine sehr interessante Aussage von einem Kommentar, der meines Erachtens
den wöchentlichen Sabbat nicht hielt. Aber schauen Sie, was die hier schreiben. Dieser Vers beschreibt indirekt die noch immer bestehende Verpflichtung zur Heilighaltung des Sabbats. Da der kommende Sabbat des Millenniums, diese 1000 Jahre, nicht bis zur Wiederkehr Christi existieren wird, muss der wöchentliche Sabbat bis dahin weiterhin bestehen. Nun, dass die Aussage von Origenes und anderen frühen Kirchenvätern die Beibehaltung des Sabbats vorschrieb, ist nicht verwunderlich, wenn man sich nämlich sogar die heutige Position der katholischen Kirche über den Sabbat ansieht. Die meisten wissen nicht, dass die katholische Kirche keineswegs lehrt, dass die Bibel den Sabbat abgeschafft habe, dass Jesus Christus kam, um den Sabbat abzuschaffen. Das lehrt die katholische Kirche keineswegs, ganz im Gegenteil. Die katholische Kirche lehrt, dass das Neue Testament nach wie vor die Gültigkeit des wöchentlichen Sabbates fordert. Die meisten Katholiken wissen das nicht. Viele der Protestanten, die dem katholischen Vorbild gefolgt sind und ebenfalls den Sonntag anstelle des Sabbats halten, scheinen dies auch nicht zu wissen. Aber ich sauge mir das nicht einfach aus den Fingern her. Ich zitiere aus dem katholischen Katechismus. Ich habe hier die englische Version des katholischen Katechismus. Und ich habe das dann ins Deutsche übersetzt, weil mir die deutsche Version nicht vorliegt. Aber ich nehme an, dass Sie die deutsche Version auch in Deutschland erhalten können oder in Österreich oder Schweiz oder wo auch immer man Deutsch spricht. Und ich zitiere jetzt aus dem katholischen Katechismus, das ist jetzt meine Übersetzung, der aus dem Jahre 1994 stammt. Und hier heißt es wie folgendermaßen: Der Sabbat, das Ende der Arbeit von 6 Tagen. Der heilige Text sagt, dass Gott am 7. Tag seine Arbeit beendete, die er getan hatte, und dass Gott an diesem Tage ruhte und ihn heiligte und segnete. Gott errichtete in der Schöpfung eine Grundlage und etablierte Gesetze, die bindend weiter bestehen. Und ein wenig später heißt es dann, die Schöpfung wurde im Hinblick auf den Sabbat und von daher auf die Verehrung und Anbetung Gottes gestaltet. Der Sabbat ist das Herzstück des Gesetzes Israels. Die Gebot zu halten bedeutet, mit der Weisheit und dem Willen Gottes übereinzustimmen, die sich in seinem Werk der Schöpfung offenbaren. Nun, wenn dies die Position der katholischen Kirche ist, wie kommt es aber dann, dass die katholische Kirche heute die Einhaltung des Sonntags lehrt und nicht mehr die Einhaltung des Sabbats? Nun, die Antwort finden wir im nächsten Absatz des gleichen Zitates. Es heißt hier, doch für uns ist ein neuer Tag angebrochen, der Tag der Auferstehung Christi. Der 7. Tag beendet die 1. Schöpfung. Der 8. Tag beginnt die neue Schöpfung. Nun, das ist nichts weiter in meiner demütigen Auffassung als totale Spiegelfechterei. Denn nirgendwo wird in der Bibel vom 8. Tag gesprochen. Den 8. Tag gibt es nicht. Der 8. Tag ist eine Erfindung. Die Woche besteht aus 7 Tagen. Der 7. Tag, der Sabbat, ist der letzte Tag der Woche. Der Sonntag ist nicht der 8., sondern der 1. Tag der nächsten Woche. Das ist also von daher eine Erfindung, die sich mit dem Wort Gottes gar nicht in irgendeinem Einklang befindet. So dann ist es auch nicht richtig, dass Christus am 1. Tage der Woche, am Sonntag, auferstanden ist. Die Bibel lehrt deutlich und historische Dokumente lehren deutlich. Das ist ein Gebiet, das ich in einer anderen Predigt erwähnen werde und behandeln werde, dass Christus am Sabbatabend zu Sonnenuntergang auferstand, nachdem er 3 Tage und 3 Nächte im Grabe lag. Wie er sagte, das ist das einzige Zeichen, was er damals den Pharisäern und den anderen geben wollte, dass er der Messias war, dass er für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe gelegen ist. Und historische Aufzeichnungen zeigen uns deutlich, und auch die Bibel zeigt uns deutlich, dass Christus von daher nicht an einem Sonntag auferstanden ist und auch nicht an einem Karfreitag gekreuzigt worden ist, denn sie können ja nicht 3 Tage und 3 Nächte in die Zeitspanne von Karfreitag bis Sonntagmorgen bringen. Rechnen Sie zurück. 3 Tage und 3 Nächte von dem Zeitpunkt,
am Samstagabend und sie werden erkennen, wann Christus ins Grab gelegt wurde, wann er starb. Als die Frauen damals zum Grabe kamen, um den Leichnam Christi zu besehen und mit anderen Dingen einzusalben, da war bereits Christus nicht mehr im Grab und sie kamen zum Grab, als es noch dunkel war, wie es heißt. Da war Christus bereits schon auferstanden. Im Matthäus-Evangelium, richtig übersetzt, heißt es, als der Sabbat endete und als der erste Tag der Woche anbrach und die Tage begannen ja mit Sonnenuntergang, nicht am Morgen, nicht um Mitternacht, sondern im Zeitpunkt des Sonnenuntergangs, war Christus bereits auferstanden. Oder da kamen die Frauen das erste Mal zum Grab und da war Christus bereits nicht mehr im Grab. Die Idee also, dass Christus an einem Sonntag auferstanden sei, ist total verkehrt. Aber selbst einmal angenommen, das wäre der Fall. Selbst einmal angenommen, Christus ist an einem Sonntagmorgen auferstanden. Wo ergibt sich aus der Bibel, dass man nun daher den Sonntag anstelle des Sabbats heilig halten muss? Wo sagt uns Christus, ihr sollt meine Auferstehung am Sonntag feiern und von daher den Sabbat, der für alle Ewigkeit eingesetzt wurde, wie wir aus 2. Mose 31 bereits gesehen haben, jetzt abgeschafft ist? Alles dies sind menschliche Überlegungen, die sich anhand der Bibel total als unrichtig erweisen. Nirgendwo gebietet die Bibel, dass wir die Auferstehung Christi heiligen sollten. Es wird uns gesagt, dass wir an den Tod Jesu Christi gedenken sollen. Die frühen Christen haben das auch nie getan. Die haben auch nicht die Auferstehung Jesu Christi gehalten. Sie hielten weiterhin den Sabbat. Aber der wahre Grund, nicht diese Erklärung, dass jetzt der achte Tag der Sonntag sei, den man jetzt heilig halten müsse, der wahre Grund, warum die orthodoxe Christenheit heute den Sabbat nicht mehr hält, sondern ihn mit dem Sonntag ersetzt hat, ergibt sich aus einer Ausführung des katholischen Kardinals Gibbons, der in seinem Werk Der Glaube unserer Väter Folgendes schrieb. Und ich habe eine Kopie dieses Werkes in meinen Händen. Und das ist, was er geschrieben hat. Und ich übersetze wiederum aus dem Englischen. Aber ihr möget die Bibel lesen von der Genesis, dem ersten Buch Mose, bis zur geheimen Offenbarung. Und ihr werdet nicht ein einziges Wort finden, welches die Heilighaltung des Sonntags anordnet. Die Schriften fordern die religiöse Beobachtung des Sabbats, eines Tages, den wir nicht mehr heiligen. Und wie gesagt, wie erklärt man nun die Tatsache, dass man den Sabbat nicht mehr heiligt, dass die katholische Kirche jetzt die Einhaltung des Sonntags fordert und dass die protestantischen Christen, die evangelischen Christen, dieser Maßnahme gefolgt sind? Obwohl sie klar und deutlich gesagt haben, zur Zeit Luthers, zur Zeit Calvins, zur Zeit Zwinglis, zur Zeit der Reformers, nur was die Bibel sagt, werden wir akzeptieren. Ein römisch-katholischer Studienkurs mit dem Titel Vater Smith belehrt Jackson führt Folgendes aus. Die katholische Kirche hat die Verpflichtung vom Samstag auf den Sonntag übertragen. Nicht die Bibel. Die katholische Kirche hat dies getan. Die Zeitschrift Der katholische Spiegel, die vom Kardinal Gibbon herausgegeben wurde, schrieb im Jahre 1893, die katholische Kirche aufgrund ihrer göttlichen Mission änderte den Tag von Samstag auf Sonntag. Die katholische Presse führt im Jahre 1900 Folgendes aus. Sonntag ist eine katholische Institution und kann nur aufgrund katholischer Prinzipien verteidigt werden. Von Beginn bis zum Ende der Schriften gibt es keine einzige Stelle, die die Übertragung der wöchentlichen öffentlichen Anbetung vom letzten auf den ersten Tag der Woche rechtfertigen würde. Viele andere Autoren bestätigen, dass die Sonntagseinhaltung allmählich einsetzte und der Sabbat graduell abgeschafft wurde, und zwar von Menschen, nicht von Gott, von Menschen. In Blunts Wörterbuch der doktrinären und geschichtlichen Theologie lesen wir Folgendes unter dem Artikel Sonntag. Für eine Zeit wurde der Sonntag zusammen mit dem Sabbat gehalten. Doch in dem Maße, in dem die jüdischen Gepflogenheiten von den nichtjüdischen Kirchen diskutiert wurden, nahm diese Praxis der Sabbateinhaltung graduell
wenn auch langsam, ab. Wir sehen also, dass die Frage aufkam, dass man von der nichtjüdischen Kirche her nicht mehr jüdische Praktiken, wie zum Beispiel die Einhaltung des Sabbats, befolgen wollte. Und so nahm dann, aufgrund von, man kann es deutlich sagen, antisemitischen Tendenzen, die Einhaltung des Sabbats mehr und mehr ab. Gregorius, der Bischof von Nyassa, ein Repräsentant der Ostkirchen, schrieb 10 Jahre nach dem Konzil zu Laodicea im Jahre 325, mit welchen Augen könnt ihr den Tag des Herrn, und damit meinte er jetzt Sonntag, ansehen, wenn ihr den Sabbat verachtet? Versteht ihr nicht, dass sie Geschwister sind? Also der hat nach wie vor dann darauf gedrungen, dass man beide Tage halten sollte, den Sabbat und den Sonntag. Der hat zumindest verstanden, dass die Bibel nirgendwo den Sabbat abgeschafft hat. Der hat irgendwie aber dann doch gemeint, den Sonntag soll man auch gleichzeitig noch dazu halten. Im Jahre 400 schrieb Augustinus, die heilige Doktrin der Kirche hat bestimmt, dass all die Herrlichkeit des jüdischen Sabbats auf den Sonntag übertragen wurde. So wollen wir von daher den Tag des Herrn in der Weise halten, wie die Alten die Sabbateinhaltung eingehalten haben. Oder wie er sagte, wie den Alten die Sabbateinhaltung befohlen worden war. Also hier findet dann allmählich eine totale, wie soll ich sagen, Übertragung statt von dem Sabbat, der dann abgeschafft wurde von der katholischen Kirche, auf den Sonntag, der einberufen wurde von der katholischen Kirche. Eigentlich sogar von Konstantin, der ja erst auf seinem Totenbett getauft wurde. Der war ja kein Christ, der war ja ein Anbeter von dem persischen Gott Mithra. Aber der hat dann, um Einigkeit im Römischen Reich zu erlangen, befohlen, dass nun der Sonntag gehalten werden solle von der gesamten christlichen Gemeinschaft. Und so geschah es dann, wie man dies in der Geschichte der Päpste auf Seite 378 im zweiten Buch nachlesen kann, dass Papst Gregor von Rom, der von 590 bis 604 regierte, und ich zitiere, alle aus der Kirche ausschloss, die lehrten, dass es nicht rechtens sei, am Sabbat zu arbeiten. Von der allmählichen Abschaffung des Sabbats ist man dann so weit gekommen, dass man die aus der Kirche exkommunizierte, die weiterhin den Sabbat einhalten wollten. Aber gleichwohl hat es immer noch 500 Jahre gedauert, bis der Sabbat auch in den Ostkirchen nicht mehr offiziell gehalten wurde. Doch die geschichtlichen Annalen zeigen uns, dass Sabbateinhaltung nicht unterging. Wir lesen zum Beispiel in Websters Ruhetagen, dass die Kelten den Samstag lange Zeit als einen Ruhetag hielten, zusammen freilich mit dem Sonntag. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Peter Waldo, der Begründer der Waldenser, den Sabbat hielt, jedenfalls so lange wie Waldo lebte. Nach seinem Tod allerdings spalteten sich die Waldenser in mehrere Gruppen und einige begannen dann den Sonntag zu halten und sogar zur Waffe zu greifen, um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Und heute, wenn wir uns heute die Gemeinde der Waldenser ansehen, die lehren und halten den Sonntag und haben scheinbar auch gar keine Erinnerung mehr daran, dass man den Sabbat halten müsse. Eine interessante Entwicklung hat sich auch damals im 19. Jahrhundert in China ergeben. Und zwar zur Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte Hong Xiuquan in China, als er die Bibel las, die er von christlichen Missionaren erhalten hatte, dass nach wie vor der Sabbat zu halten sei. Und es gelang ihm, der königlichen Geblüt es war, viele Chinesen von der Sabbateinhaltung zu überzeugen. Im Jahre 1851 gründeten er und seine Nachfolger die Taiping-Dynastie, das heißt das Reich unseres Herrschers. Und zwar als Antwort auf die Gräueltaten der herrschenden Manchu. Große Landstriche wurden nun von der Herrschaft der Manchu befreit. Doch die sogenannte christliche Welt, unter anderem und hauptsächlich die Briten, hatten andere sogenannte christliche Interessen. Und sie haben dann begonnen, die Manchu zu unterstützen. Und es gelang dann den Manchu, Hong Xiuquan und seine Taiping-Dynastie und mit ihr die Sabbateinhaltung
in China abzuschaffen. Schauen Sie, die Verfolgung derjenigen, die den Sabbat die Jahrhunderte hinweg gehalten haben, war beständig. Waldenser wurden von der katholischen Kirche unter anderem auch dafür verfolgt, weil sie den Sabbat hielten. Hier haben wir ein ähnliches Beispiel in der Geschichte von Chinas. Aber gleichwohl ist die Institution des Sabbats zeitlos. Und Gottes wahre Jünger werden den Sabbat zu allen Zeiten halten. Egal was politische Tendenzen, egal was religiöse Vorschriften einem auferlegen wollen. Ich möchte hier kurz noch aus einem anderen Buch zitieren, der Schaffherzog-Enzyklopädie des religiösen Wissens. Es heißt hier in einem Artikel über den Sonntag, dass Luther, Martin Luther, einmal zugegeben hat, dass einer der evangelischen Reformer zur Zeit Luthers, nämlich Karlstadt, im Hinblick auf seine Auffassung über die Heilighaltung des Sabbats richtig lag. Der Karlstadt hat nämlich gefordert, dass die Christen den Sabbat halten sollten. Er war einer von den Reformern, der das Zitat, nur was die Bibel sagt, ganz wörtlich nahm. Luther hat es allerdings nicht so wörtlich genommen. Das ist das, was Luther schrieb. Wenn Karlstadt noch weiter über den Sabbat schreibt, dann muss der Sonntag in der Tat aufgegeben und der Sabbat, das heißt der Samstag, heilig gehalten werden. Aber das passte Martin Luther nicht so recht. Und so dass er dann wie folgt fortfuhr. Um eine unnötige Störung der öffentlichen Ordnung durch eine solche Neuerung, gemeint ist der Sabbateinhaltung, zu vermeiden, sollte es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Also nicht um der Bibel zu folgen, nicht um wirklich das auch wörtlich zu nehmen, was er selbst sagte, nur was die Bibel sagt, sondern um eine unnötige öffentliche Verunsicherung und Störung der öffentlichen Ordnung zu vermeiden. Soll es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben, bei der Beibehaltung eines Tages, der nirgendwo in der Bibel gefordert wird, eines Tages, der von der katholischen Kirche als eine katholische Institution in Kraft gesetzt wurde. Und Luther, der angeblich ja doch die Lehren der katholischen Kirche reformieren wollte, sah es nicht als notwendig an, die Einhaltung des Sabbats zu fordern und insoweit die Lehre des Sonntags zu reformieren. Wir sehen also, dass sogar viele Theologen und viele Gelehrte über die Jahrhunderte hinweg anerkannt haben, dass die Bibel die Heilighaltung des Sabbats fordert und dass die Einhaltung des Sonntags nicht auf der Bibel gründet, sondern eben auf einer, ich möchte sagen, katholischen Auslegung oder der katholischen Idee, dass die katholische Kirche das Recht hat, die Bibel zu ändern. Denn das ist ja das, was sie von sich sagen. Ich möchte kurz aus einem Werk zitieren, dem Anchor Bible Wörterbuch, aus dem 5. Buch, und zwar aus dem Artikel Sabbat. Dieses Werk wurde von David Noel Friedman herausgegeben, und wir lesen hier angefangen auf Seite 851. Der Schöpfungsbericht gipfelt mit der Erschaffung des Sabbats. Der siebte Tag bedeutet der Sabbat. Der siebte Tag des Sabbat wird, wie kein anderer Tag, von Gott gesegnet. Der Sabbat wird nicht etwa erst in der Wüste von Sin, wo das Manna gefunden wird, diese Stelle haben wir ja eben besprochen, zum ersten Male vorgestellt. Es wird vielmehr als etwas bezeichnet, das bereits existiert. Das Gebot, den Sabbat zu halten, geht auf den Ursprung des Sabbats vor dem Berg Sinai zurück. Es ist dies eine Verpflichtung, die bis zum Anfang zurückreicht. Er geht dann auch darauf ein, dass Jesus Christus, wie Sie das im Neuen Testament durchaus klar und deutlich lesen können, nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge ging. Und er schreibt hier, die Formulierung nach seiner Gewohnheit macht deutlich, dass Jesus darin fortfuhr, den Sabbat heilig zu halten. Er blieb ein treuer Schüler der alttestamentlichen Schriften. Es heißt dann auch, dass es Jesus Christus war, der den Sabbat reformierte und ihm den Platz gab, der ihm seit der Schöpfung zustand, als der Sabbat nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Menschheit. Er schreibt, der Menschensohn bestimmt die wahre Bedeutung des Sabbats. Jesus restaurierte den Sabbat, sodass er allen Menschen zu einem Vorteil gereichte und grenzte ihn von allen
Entstellungen menschlicher, religiöser oder kultischer Traditionen ab. Und wenn Sie das Neue Testament lesen, werden Sie ja feststellen, dass Jesus an vielen Stellen den Pharisäern gesagt hat, ihr haltet den Sabbat falsch. Er kam nicht, um den Sabbat abzuschaffen, aber er zeigte uns durch sein Vorbild und was er tat, wie man den Sabbat richtig halten muss. Der Autor fährt fort, er befreite den Sabbat von allen menschlichen Beschränkungen und Bürden und restaurierte ihn, indem er seine universelle Bedeutung für alle Menschen aufzeigte, sodass jede Person, Begünstigter der göttlichen Absicht und des wahren Sinnes der Sabbatruhe und Sabbatfreude werden kann. Es gibt keinerlei Beweis, dass der Sabbat nach dem Konzil zu Jerusalem zur Zeit der Apostel abgeschafft worden wäre. Und dann geht auch er auf die Schriftstelle in Hebräer 4, Vers 9 ein, die wir bereits gelesen haben. Er zitiert diese Stelle. Somit bleibt für das Volk Gottes eine Sabbatruhe bestehen. Er schreibt, das Wort Sabbatruhe ist eine Übersetzung des griechischen Hauptwortes Sabbatismos, eines einzigartigen Wortes im Neuen Testament. Dieser Ausdruck erscheint auch bei Plutarch und beschreibt dort die Begehung des Sabbats. Und er kommt in vier christlichen Schreiben vor, die nach Abfassung der Bibel entstanden, sich nicht auf Hebräer 4, Vers 9 beziehen und alle die Einhaltung des siebenten Tages des Sabbats beschreiben. Und er sagt dann abschließend, Hebräer 4 bestätigt, dass die physische Sabbatruhe die wöchentliche äußere Manifestation der inneren Erfahrung einer geistlichen Ruhe ist. Wenn Sie also eine geistliche Ruhe haben wollen, dann halten Sie besser den wöchentlichen Sabbat. Und diejenigen, die davon noch nichts gewusst haben und vielleicht heute durch diese Predigt und durch weiterführende Predigten davon in Kenntnis gesetzt worden sind, dass der Sabbat nach wie vor eine Bestimmung ist, die einzuhalten ist, die sollten sich jetzt auch danach richten. Und diejenigen, die es bereits wissen, aber aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht den Mut finden, es zu tun, die sollten auch dem Wort Gottes folgen. Denn Gott gebietet uns nichts, was wir nicht in der Lage sind zu tun, wenn er uns dazu hilft. Und die Vorschriften bestätigen klar und deutlich, wenn wir das jetzt zusammenfassen können, dass der Sabbat seit Erschaffung des Menschen bestand, dass er für den Menschen erschaffen wurde, dass er, wie wir noch sehen werden, weiterhin im Millennium nach der Rückkehr Jesu Christi auf diese Erde begangen werden wird und dass er so lange bestehen wird, wie es Menschen gibt. Es ist nicht ein zeitloser Bund, der in 2. Mose Kapitel 31 beschrieben wird. Dieser Sabbat, der ja nun vor dem Bundesschluss am Sinai bestand, vor der Episode, als Gott den Israeliten Manna gab, der sogar auch natürlich dann vor dem Bund in 2. Mose 31 bestand, wird ewig weiter bestehen, solange wie Menschen auf dieser Erde leben. Der Grund ist natürlich, dass ein Bund kein Gesetz in Existenz bringt, sondern dass ein Bund, wie der Bund im 2. Mose 31, auf Gesetzen beruht. Diese Gesetze dann erneut verbindlich macht, aber nicht erst sie in Erscheinung bringen lässt. Der Sabbat könnte also auch daher nicht aufgehört haben zu existieren, es sei denn, dass er im Neuen Testament ausdrücklich abgeschafft worden wäre. Und Sie werden keine Stelle im Neuen Testament finden, die Ihnen sagt, dass der Sabbat nicht mehr zu halten sei. Und wie die katholische Kirche dies ja auch selbst zugegeben hat, bedeutet das Neue Testament nach wie vor, dass der Sabbat zu halten ist. Und nur aufgrund von menschlicher, katholischer Traditionen wurde dann der Samstag auf den Sonntag übertragen. Schließlich bestätigt der Bund, der in 2. Mose 31 beschrieben wird, der zwischen Israel und Gott abgeschafft wurde, oder vielmehr, der dann geschlossen wurde, dass der Sabbat weiterhin zu halten ist. Dieser Bund, der auf der Grundlage des Sabbats geschlossen wurde, besteht ja in jedem Fall weiter, da ja alle Christen geistliche Israeliten sind. Sie haben also als Nachkommen des Bundesschlusses zur Zeit von den Israeliten in 2. Mose 31 den Sabbat nach wie vor zu beachten. Mit anderen Worten, ob sie jetzt physische Israeliten sind oder geistliche Israeliten, sie haben nach wie vor die Aufgabe und die Verpflichtung, diesen Vertrag, der für sie
in 2. Mose 31 geschlossen wurde, zu erfüllen. Alle Christen, die geistliche Israeliten sind, sind von daher an der Einhaltung dieses Vertrages und der Sabbatbegehung gebunden. Sie sind zur Sabbateinhaltung verpflichtet. In der Tat bleibt für das Volk Gottes, wie Hebräer Kapitel 4 und Vers 9 uns gesagt hat, die Einhaltung des Sabbats bestehen. Für heute alles Gute und ich werde mich dann in der nächsten Predigt weiterhin mit diesem Thema auseinandersetzen.